Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen für mich seit langer Zeit mal wieder zurück zu Let's Play VD2. Obwohl, ich glaube, das letzte Mal, dass ich aufgenommen habe, ist erst letzte Woche passiert. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Naja, gehen wir mal jetzt hier ins Magierzimmer und schauen uns hier mal diese tollen Anleitungen an. Das hier sind aber keine Anleitungen. Erklärung zur Rekrutierung anzeigen. Ja, mach mal. Hä? Achso, ich dachte schon gerade, ich bin teleportiert worden. So, Verarschung, Trollface. Sobald man einen Menschen zu einem Vampir gemacht hat, ist er im Erdgeschoss des Chosen Askers Schloss abrufbar. Bob, das ist ja unglaublich. Entweder man verwendet ihn, um andere Schlösser zu erobern. Achso, ja, okay. Oder man nimmt ihn in die Gruppe auf. Dazu befindet sich im Erdgeschoss des Turms der Rekrutenraum. Das weiß ich sogar schon. Er kann über die beiden Stahltüren betreten werden. Jo. Dort drin kann mittels des... Was? Dort drin kann mittels den Tasten links, rechts, oben und unten die entsprechende Art an Vampir ausgewählt werden, die in die Gruppe aufgenommen werden muss. So, ja. Macht Sinn. Die Zahlen auf den Porträts geben dabei an, wie viele Einheiten dieses Vampirtyps verfügbar sind. Jetzt auch in ihrer Nähe. Mittels der Enter-Taste kann die Wahl getätigt werden. Mit ESC oder halt Escape verlässt man das Menü, ohne eine Wahl zu treffen. Ja, macht Sinn. Bei Betreten des Rekrutierungsraumes wird das vierte Gruppenmitglied automatisch wieder in den Einheitenpool gepackt und seine Ausrüstung in das Inventar der Gruppe getan. Tun und machen sagt man nicht. Aber egal, darf ich mal bitte weg, danke. Was ist hier? Hier ist nichts. Wahrscheinlich ist das hier pro Bücherregal irgendwie so eine Anweisung. Erklärung zum Verwandeln? Nö, das hatten wir schon. Was ist hier? Schlosseroberungssystem? Nee, an sich habe ich das auf Band, da kann ich es auch nachgucken. Kann ich hier was machen? Nö. Ach, Mano. Das ist echt nur für die Unterlagen jetzt inzwischen? Oh, vollkommen zerstört. Damit können wir nichts mehr anfangen. Asuka sagt nichts dazu. So, tut mir leid. Aber ne, okay. Oh, Moment. Haben wir uns hier überhaupt schon umgesehen an sich so hier fässertechnisch? Bin mir da gerade unsicher. Ich möchte mal eben bei der Gelegenheit, was ich eigentlich schon vor ein paar Parts machen wollte, aber irgendwie dann immer wieder doch vergessen habe, einen YouTube-Kollegen von mir grüßen. Nämlich den lieben Wirbelsturm-LP. Ganz liebe Grüße auf jeden Fall an dich und ich freue mich, dass du dieses Projekt hier schaust, auch wenn du selber schon Let's Played hast. Das ist wirklich eine feine Sache. Jo. Für Wirbel habe ich ja auch noch eine besondere Sache geplant, sage ich mal, aber was das ist, sage ich jetzt mal noch nicht. Kannst gespannt sein. So. Was haben wir hier denn Schönes? Ja, das habe ich ja alles schon eigentlich erkundet. Ich muss jetzt wieder zurück. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Auch wenn der mir ein bisschen endlos lang vorkommt, aber egal. So, oder muss ich sogar nach oben wieder, um zurückzukommen? Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn überhaupt? Ich gehe auf jeden Fall mal hoch, um die Orientierung hier zu kriegen. Ich bin jetzt hier ganz am Rand. Okay, da muss ich wieder in die Mitte kommen. Da wollte ich nicht hin. Oder hatte ich diesen Turm jetzt schon hier kontrolliert? Hatte ich? Ja, hatte ich wohl. Das ist der falsche, definitiv. Wie gesagt, diesen Turm, wo es muffig riecht, da ist ja wirklich noch was. Also ich habe da mal mit meinem Freund mich nochmal ausgetauscht, der das ja auch schon gespielt hat für sich privat. Und er hat gesagt, ja, da ist auf jeden Fall was. Da kann man den Schrank wirklich irgendwie verschieben. Aber wohl erst, nachdem man diese Info hat. Geil. Ich wollte doch gar nicht hier runter. Ich wollte doch hier lang. So, hier ist auf jeden Fall jetzt wieder die Mitte. Ist auch nichts falsch, dass das Skelett noch nicht aufgetaucht ist oder sowas. Das hat alles seine Richtigkeit. War das hier? Nee, kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Wegen... Nee. Was war hier nochmal? Nee, ist interessant. Ist okay. Hätte ja sein können. Okay. Da-da-da. So, ich möchte jetzt gerne diesen Turm nochmal finden. Und danach können wir dann weitermachen. Eigentlich kann es ja nur noch hier gewesen sein, weil das ja jetzt die andere Seite ist. Ich meine, wo sonst? Das würde mir jetzt gerade so nicht einfallen. Es muss dann irgendwie wirklich ein ganz anderer Raum irgendwo versteckt gewesen sein. Scheiße.
Okay, es muss ein anderer Raum versteckt gewesen sein. Wo war das denn nochmal? Wenn man jetzt ein gutes Gedächtnis hätte, dann wäre einem sehr geholfen. Wo war das denn nur nochmal? Verdammt. Da war ja auf jeden Fall das. War hier noch irgendwie ein... Nee. Kann ja eigentlich auch gar nicht sein. Ja, ich rede mal wieder auch in Teilsätzen, ich weiß, aber... Ach, ist das doof. Ach, dann scheiße ich jetzt erstmal auf den Raum. So, Ronak, du bist hier immer noch am Saubermachen. Nee, Quatsch, bist du nicht. Du bist ja jetzt da, um uns, Was ist denn hier eigentlich, wenn ich hier lang gehe? Ja, nicht wirklich groß was anderes, okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo wir ja lang müssen. Deswegen lassen wir den Raum erstmal Raum sein. Und gehen wir woanders hin. Vielleicht können wir da jetzt auch immer noch nichts machen. Und wir brauchen noch irgendeine Info oder so. Könnte ja sein. Zuzutrauen wäre es im Spiel. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Wir sind auf jeden Fall die Söldner. Ich kann ja noch nicht bei dir kaufen, ne? Oder kann ich jetzt doch? Nettes Schloss. Mhm. Mach das mal. Und dann wird abgeschlachtet, ja. So, genau, hier ist Ronak. Und passt auf unsere Sachen auf. Und genau, wir müssen hier raus. Haha. So. Ach, Moment, mir fällt was ein. Obwohl, können wir hier nicht nach... Ja, nee, geht ja jetzt gerade gar nicht so. Vom Schlossgarten aus ist das doch nämlich so gewesen, dass wir da lang konnten. Moment. Da war irgendwie da so ein kleines Häuschen oder sowas. Und dadurch konnte man das dann sich ansehen. Ach, wie bin ich denn nochmal zum Schlossgarten gelangt? Das ist ja jetzt ärgerlich. Okay, hier komme ich sonst wohin, aber garantiert nicht zum Garten. Es muss einen anderen Weg gegeben haben, einen kürzeren. Ach, das ist ja jetzt wirklich schade und ärgerlich. Aber wenigstens habe ich mich daran erinnert, wo ungefähr das sein soll. Das ist ja auch schon mal, glaube ich, ganz gut. Da, da, da. Oder war das hier? Nee, stimmt, hier war ja wirklich nur der Raum. Hatte ich richtig in Erinnerung. Nee. Na gut. Haben wir denn schon neue E-Mails? Ja, haben wir. Wie schön. Auf jeden Fall. Kann ja eigentlich nicht viel sein. Viel ist ja nicht passiert seit der letzten Aufnahme. Mach. Als ich die neue Version von VD2 Demo spielte, kam das Fenster mit den Gastrollen und dort stand der Name JJ. Das sind meine Initialen, okay? Obwohl ich ein begeisterter Fan von VD1 bin und sehr oft auch auf www.vampirestorm.de war, glaubte ich zuerst, dass ich gemeint sei. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal meinen Namen angegeben oder mich registriert habe. Und jetzt will ich fragen, ob damit ich gemeint bin. No comment. Naja, da er sich ja schon selber das auch erklärt hat, ja, wahrscheinlich wird er nicht gemeint gewesen sein, ne? Hey, hi Malex. Hab mich auch im Forum angemeldet als Fürst Dracul. Ah, schön. Fürst Dracul. Warum ich da jetzt so lachen muss, das ist halt, weil, der Leiter der Stage hat sich ja in seinen Vampir-Musicals, dieser Trilogie, wo ich ja auch euch was von Van Helsing gezeigt hatte, ne? Mein erster Auftritt mit der Stage Academy. Er hieß halt auch Fürst Dracul. Und deswegen, das ist einfach so, so cool, dass noch andere auf diesen Namen gekommen sind. Ich meine, klar, es ist nicht so abwegig, es ist fast schon einfallslos, rein theoretisch, wenn man es so nimmt, ne? Aber es ist schon cool, dass es wirklich genau dieser Name jetzt gerade ist. Deswegen, sehr nice. Oder hat derjenige vielleicht sogar die Aufführung gesehen? Kennt er das Musical Van Helsing oder so? Ich weiß es nicht. Wollte ich nur gesagt haben. Schön. Bitte nicht nachmachen. Ihr braucht mir das nicht alle zu erzählen. Ich sehe euch ja im Forum. Tja. Die lange Wartezeit. Wir warten schon alle gespannt auf VD2. Was? Wir warten schon alle gespannt auf VD2 angerannt. Was? Wieso angerannt? Denn wir wollen nicht warten mehr... Oh, ich nix Deutsch. Ah, das tut so weh. Denn wir wollen nicht warten mehr. Denn wir wollen es haben sehr. Wir warten nun schon sehr lange und uns ist ganz bange. Okay, das sollte also ein Gedicht werden. Die Wartezeit dehnt sich ganz weit und wir schwören einen Eid.
dass wir immer warten schön auf VD2 in hohen Höhen. Da kriege ich sogar schon vor Schock auf beiden Ohren gerade wieder Sound. Das findet sogar mein Herz jetzt schrecklich. Hab mich sehr gefreut. Ja. Sollen wir noch einen Brief lesen? Ja. Yep. Okay, ist doch mehr, als ich erwartet hätte. In meiner Klasse haben wir einen Malex-Fanclub aufgemacht. Oh, wie cool. Wir haben bald unsere erste Versammlung und haben auch einige T-Shirts. Eigene T-Shirts. Ich schicke vielleicht mal ein Bild. Hab leider immer noch kein Bild. Oh. Ja, okay, das war's auch schon. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oder soll ich das jetzt so als kleinen Bonuspart lassen? Rein theoretisch. Ich meine, könnte ich... Och, Leute. Ich meine, könnte ich auch machen, ne? Aber das ist dann so extrem kurz, also... Ich weiß nicht. Wo ist denn der Busch, an den das Event gekoppelt ist? Das weiß ich ja noch. War das der hier? Der hier? Nee, es war ein kleiner. Wo ist das Event? Da. Das ist der, oder? Ist das der Eventbusch? Nee, der noch nicht, sondern der hier, glaube ich. Ich glaube, wenn ich diesen Busch passiere, passiert es, dass es weitergeht. Ich meine, der Part ist jetzt echt nicht lang geworden. Ach Quatsch, komm, wir machen noch was. Okay, das war noch nicht der Eventbusch. Ich habe mich geirrt. Aber weit kann er nicht mehr sein. Nicht, dass ich mich jetzt vertue und doch irgendwas übersehen habe. Nee, hier. Ha! Gott sei Dank. Währenddessen. Und wir switchen mal wieder rum. Verflucht! Nun sind wir doch in ein Unwetter geraten. Das wird unsere Fahrt ein wenig verlangsamen, aber zum Glück gibt es nur geringe Wellen. Das Gewitter wird schon noch vorbeiziehen. Asmus, geht es schlechter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir kommen bald an. Die Heiler werden ihm helfen können. Asmus ist stark. Er wird es schaffen. Da bin ich mir nicht so sicher. Verflucht, was geht da vor? Sir Aaron, das Schiff wird angegriffen. Von Wesen aus dem Meer. Was zur Hölle? Hey, als Weihnachtsmann darfst du das nicht sagen. Nyria, helft bitte den Matrosen, während ich mir in der Nase popel, oder was? Natürlich. Ich habe hier noch ein paar Heiltränke, Lady Nyria. Die werden uns helfen. Drei Heiltränke erhalten. Dreimal Trank erhalten. Wer erinnert sich noch daran? Oh je, okay. Ja, was machst du? Helft dem Matrosen, Nyria. Hier, nehmt auch diese Heiltränke. Oh, okay. Cool, war ja gut, ihn nochmal angesprochen zu haben. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, hilf mir. Bin halt nicht. Kümmert euch um die Monster, Nyria. Ich will aber stehlen. Ich will euch doch ausräubern. Dann halt nicht. Was sind denn das für Viecher? Lasst sie uns vernichten. Wow. Ich hab grad gar nicht gesehen, wo ich war. Egal. Das erinnert mich an, diese Seeschrecken aus dem Hörspiel, Dragonbound. Also, es ist eine Hörspielserie eigentlich. Ich liebe diese Hörspielserie. Die höre ich auch gerade aktuell mit meinem Freund nochmal durch. Und da gab's auch mal so eine Schiffsszene. Oh, nö. Wo dann halt, so komische Monster aufgetaucht sind, die halt Seeschrecken hießen. Die ernähren sich von Meerjungfrauen und, ja. Deswegen, ne? Kämpfen wir erstmal eine Runde, aber es ist schön, dass die nur einzeln sind. Das ist wirklich nice. Dass nicht so 1000 auf einmal sind, nur so drei gleichzeitig oder so. Sowas gab es ja sehr gerne in VD1 vor allem. Ich meine, hier gab es es auch schon, aber zum Glück nicht so häufig. Zum Glück ist Nyria ja auch schön stark. Wie du verfehlst, Arschloch. Entschuldigung. Aber ganz ehrlich, das geht doch nicht. Geht doch nicht! Danke. Ba da 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 da. Hey du, geht's dir gut? Geht's dir gut? Keine Ahnung. Oh nee, jetzt sind zwei auf einmal, oder? Ach nee, doch nicht. Die kommen nacheinander. Ach, das sind ja richtig wohlerzogene Monster, ne? Die kommen nacheinander. Die stellen sich in der Reihe an, wirklich. Hätte ich denen gar nicht zugetraut, so wie die aussehen, ne?
Ach Mensch, du kleines Seemonster, mal ganz ehrlich. Mit einem Gesicht wie deinem solltest du vielleicht den Hinterteil rasieren und verkehrt rumlaufen. Naja, egal. Hast du überhaupt am Hintern Haare? Ich weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. Jetzt bist du eh Matsche. Ba-da-da-da-da-da. So, jetzt aber, ne? Komm an. Komm mal ran hier. Ach, jetzt auf einmal zwei. Unlogisch. Er hat sich verdoppelt. Er ist sauer gewesen, weil er nicht sofort dran sein durfte, um mit uns zu kämpfen. Und ich sollte mich vielleicht auch gleich mal heilen. Fällt mir mal gerade so auf, ne? Aua! Mann! Ich meine, die halten ja jetzt nicht so viel aus, aber doch mehr als mir lieb ist. Und hört auf, mich zu schlagen. Beziehungsweise meinen Kumpel hier zu schlagen. Er tut doch auch nur seine Pflicht. Aua. Scheiße. Stirb nicht! Ich sollte ihn heilen. Nein! 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 Nein, 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 nein! Scheiße, ich wollte nicht angreifen. Ich wollte eigentlich... Oh, fuck! Gegenstand... Heilbalsam für Ihnchen. Obwohl ich ihn das hätte eben auswählen lassen sollen. Alter, hört aber auf hier! Ah. Los, Nyria! Verfehl doch nicht. Alter, kannst du aufhören, mich zu beißen hier? Scheiße. Und sie fängt natürlich an zu bluten, ne? Wenn ich jetzt ein Kerl wäre, würde ich sagen, typisch Frau fängt an zu bluten, aber lassen wir das. Wir dürfen den Monstern keine Chance lassen. Strecken wir sie nieder. Ich frage mich, wie viel ich kämpfen muss. Ist natürlich gut, um zu leveln. Oh nein, scheiße. Ich hätte mich vielleicht vorher nochmal heilen sollen, aber naja, okay. Ist ja nur einer, von daher danach kann ich mich in Ruhe mal heilen. Nein! Aber zum Glück verfehlt er den irgendwie immer. Warum auch immer. Ah. Gott sei Dank. Okay. Ganz ruhig. 25. Das gebe ich mal dir. Obwohl, das war auch nicht genug. Heilfiliole 100. Das klingt doch schon besser. Machen wir es erstmal so, würde ich sagen. Heiltrank, wie viel machst du? 700. Aha. Aha. Ja. Oh, jetzt sind das wieder zwei. Ach, warum denn? Ihr seid ja doof. Ich will doch... Hallo? Gleich zwei auf einmal. Das geht doch nicht. Nein, 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 das wollen wir nicht, das darf nicht sein, lalala. Ach, kommt, nein. Geht doch. War so klar, dass sie wieder anfängt zu bluten, es war so klar, sie ist dafür irgendwie anfällig. Dafür irgendwie anfällig, so. Ich meine, der Typ trägt ja auch eine Rüstung und sie nicht wirklich. Also von daher wahrscheinlich deswegen. Würde ich mal vermuten. Oh, cool, der hat einen Heilbalsam gedroppt. Das freut mich sehr. Kann ich die Kanone benutzen? Nein, kann ich nicht. Oh, jetzt sind ja schon wieder neue Monster gespawnt. Wo muss ich denn lang? Muss ich hier irgendwo einfach nur schnell hin, oder? Ist es zeitbedingt? Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Außer kämpfen natürlich. Das ist klar, dass ich das machen muss, aber... Oh, ich sollte mich heilen. Ich sollte mich heilen. Aua! Nein, 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 nein! Gegenstand. Ja, ist eigentlich Verschwendung, ne? Aber... Das sollte ich jetzt noch nicht benutzen bei so eigentlich schwachen Gegnern, aber ich sollte mich auf jeden Fall halt heilen. Aber ich habe nur einen Heilbalsam. Das heilt zu viel und das heilt auch zu viel. Aber ich werde trotzdem mal einen verwenden, weil sie es einfach dringend braucht. Das geht doch so nicht. Los, los, schlag doch wieder zu, Mann. Echt, dieser scheiß Energiebalk, der regt mich wirklich auf. Das darf nicht sein. Na komm schon. Macht hinne. Oh, jetzt verfehlst du auch noch, dann dauert das doch noch länger.
Ich will die Kämpfe hier schnell hinter mich bringen, also bitte. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nyria ist ja schon wieder fast tot. Danke. So. Meine Fresse. Alter. So, wenigstens ist es jetzt nur einer. Meine Güte nochmal. Und du hörst gefälligst auf, hier meinen Kumpel zu schlagen. Oh, ein Wunder. Er hat Nyria mal verfehlt. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist wohl der Opa hier. Dieser komischen Monstertruppe. Das ging schnell und einfach. Ein Glück. Ich halte die Monster auf, die runter wollen. Wenn auch nur eines der Viecher zu Asmos kommt, bist du erledigt. Keine Sorge, ich halte sie alle auf. Wow. Eklige Viecher. Was? Wehren doch, was? Eklige Viecher, an mir kommt keines vorbei. Wehren doch. Aha. War's das jetzt? Darf ich jetzt nach Hause gehen? Fässer für Frischwasser. Oh nö, da sind ja... Oh nö, nö. Ist hier noch irgendwie was? Nö. Heilbalsam für dich. Und dann wieder auf in den fröhlichen Kampf. Ich will nicht mehr. Das ist halt so eine Szene, die halt nicht so ganz klar ist, ne? Was ich hier machen soll, was passiert... Oder ob ich eine gewisse Gegneranzahl erledigen muss, das weiß ich halt nicht, weil es für mich ja wirklich relativ blind ist. Ich habe Vampire's Dawn ja wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Gesehen, wo er gerade blind ist, das passt ja ganz gut. Och nö, 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 nö. Oh, come on. Nein. Gegenstand. Nee. So muss das laufen und nicht anders. So. Ah, endlich! Gott sei Dank! Sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Nee. Mit euren Fähigkeiten war das kein Wunder. Na, weiß ich ja nicht, ne? Kann ich jetzt runter, oder? Nee. Jetzt können wir endlich weiter. Lieber weg von hier, bevor noch Nachschub kommt. Das stimmt. Ja, kannst mal von der Tür weggehen? Ich muss da rein. Danke. Habt ihr die Kreaturen vernichtet? Ja, ich habe alle getötet. Eklige Viecher. Aber eure Matrosen waren ja nicht gerade die Meister im Kampf. Ihr habt uns ja gerettet. Ich wusste, dass man sich auf euch verlassen kann. Und du, tapferer Krieger, bekommst auch eine Belohnung, sobald wir in Burg Huran angekommen sind. Vielen Dank, Sir Aaron. Es ist mir eine Ehre, an Lady Nyrias Seite zu kämpfen. Dann können wir ja endlich weiter. Schöne Musik. Wir sind angekommen. Das Lazarlantin ist wirklich ein wunderbares und schnelles Schiff. Schnell, wir müssen Asmus zu einem Heiler bringen. Bokoran liegt ein wenig westlich von hier. Also links. Jetzt weiß ich es ja, ne? Wie gesagt, wir haben es gleich geschafft. Okay. Hier werde ich allerdings jetzt einen Cut setzen, ihr Lieben. Denn der Part ist jetzt, glaube ich, dann doch mit einer ganz guten Länge, sage ich mal. Kann man das so sagen? Das klang gerade, glaube ich, irgendwie komisch vom Satz her, aber egal. Er hat eine ganz gute Länge, sagen wir es so. Und
Die Musik klingt ein bisschen ähnlich wie ein Stück aus VD1 auch, aber es ist nicht das gleiche. Naja, okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Part. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Auch wenn es halt nervig war. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!